Lampad ist keine Illusion, Leute. Lampad ist tatsächlich da. Und jetzt ist die Frage, was macht Lampad genau? Was wird Lampad uns geben, wenn wir es schaffen sollten, gegen ihn anzukommen? Falls ihr noch auf der Suche sein sollt nach günstigen Spielen oder stark reduzierten Guthabenkarten, wie beispielsweise iTunes-Guthaben, dann checkt gerne mal meinen Partner aus, und zwar G2A. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid, und ihr seht wahrscheinlich schon, ich bin gerade hier unterwegs in den Bergen und möchte einfach ein bisschen, Brawl Stars spielen, denn ihr seht wahrscheinlich schon, da habt es mitbekommen, auf meinem neuen Brawl Stars Kanal Brawl Pad ist schon ein Video online gekommen. Das könnt ihr sehr, sehr gerne mal abchecken. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung, also einfach mal vorbeischauen. Dort wird ab morgen, also ab Donnerstag, alle 2 Tage ein Video online kommen. Das heißt Donnerstag, dann Samstag, dann Montag, dann Mittwoch und immer so weiter. Also Leute, vorbeischauen. Link ist wie gesagt in der Beschreibung. Brawl Pad abchecken. Aber Leute, ich bin hier nicht nur um Brawl Stars zu spielen, denn ihr seht wahrscheinlich schon, ich habe hier ein richtig komisches Villager-Dorf gefunden. Und mit komisch meine ich wirklich komisch, denn, naja, es ist nicht so ein typisches Villager-Dorf, sondern es ist eher so eine Art, ja, kaputtes, zerstörtes Dorf. Und hier sind auch keine richtigen Villager, sondern die Villager sehen eher so aus, als hätte man die auf Wish bestellt. Denn die sehen auf jeden Fall ein bisschen verrückt aus. Aber gut, ich kann auch nicht mit denen reden. Das Einzige, was die gerade tun, ist mich anrempeln, beziehungsweise der hier gerade. Ey, ganz ruhig hier. So, aber naja, reden kann ich nicht mit denen. Ich kann den schlagen, aber das muss ja auch nicht sein. Naja. Ansonsten habe ich hier vorne noch so einen komischen Stand gefunden. Vielleicht frage ich mal dort nach, was Sache ist. So, wir reden mal mit dem Typen da. Er sagt, hey Pat, du suchst bestimmt nach diesem Siren Head. Ja, also jetzt nicht unbedingt, muss ich dazu sagen, ne? Ja, dafür brauchst du ganz bestimmtes Equipment. Es gibt sogar einen Bruder von Siren Head. Kennst du ihn? Also von einem Bruder habe ich jetzt noch nie was gehört von Siren Head. Aber wir haken mal nach, Leute. Ich meine Liked Head. Diesen wirst du aber nur finden, wenn du schaffst, ein Foto einzureichen von Siren Head. Oh mein Gott, Leute, aber ganz ehrlich, wir sind Spezialisten, was das angeht. Das sollten wir doch locker easy hinbekommen, ne? Okay, also ein Foto einreichen, meint der. Du willst eine Kamera, warum sollte ich dir eine geben? Ja, damit ich ein Foto von dem mache, was ist denn das für eine Frage? Mann, hätte mein Minepad eine Kamera, würde ich einfach damit Fotos machen. Allerdings hat mein Minepad leider noch keine Kamera. Deswegen würde ich mal sagen, fragen wir weiter nach, was will er dafür haben? Wenn deine Zuschauer jetzt abonnieren, gebe ich sie dir. Alles klar, Leute, mega einfach. Also jetzt einfach mal ein Abo da lassen auf Ehre. Dann bekommen wir nämlich die Kamera umsonst. Und ich denke mal, Leute, darüber beschwert sich doch keiner. Also jetzt mal abonnieren, was das Zeug hält, Leute. Und jawohl, da würde ich sagen, Kamera her bitte. Sind auch 1000 Likes schon geknackt. Leute, alle mal liken. Ja, haben wir geknackt. So, na dann nimm sie dir. Okay, Leute, wir nehmen uns mal hier diese wunderschöne Kamera. So, das ist also die Kamera, von der er gesprochen hat. Und damit müssen wir jetzt irgendwie ein Foto machen von Siren Head. Okay, das könnte, ja, vielleicht ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber an sich sollten wir das hinbekommen. Die Frage ist nur, wo Siren Head sich gerade herumtreibt. Vielleicht kann uns ja irgendjemand hier einen Hinweis geben. Das hier scheint auszusehen wie eine Bäckerei oder sowas. Keine Ahnung, aber ja, hat jemand... Okay, dann sind wir jetzt wohl in der Kirche. Also das ist ganz, ganz verrückt hier. So, wir gehen mal weiter. Hier haben wir Kuchen, der gebacken wird. Und was haben wir denn da? Siren Head Megafon. Alter, wie sieht denn das aus? Leute, schaut euch das mal an. Das soll uns bestimmt, oder wird uns wahrscheinlich dabei helfen, irgendwie Siren Head zu finden. Dann würde ich sagen, Leute, gehen wir einfach mal in die Wildnis. Wir haben jetzt zwar kein Schwert oder sowas, aber das ist ja jetzt eigentlich gar kein Problem. So, ich denke mal, dieses Waldbiom sollte sich ganz gut dafür eignen, um Siren Head mit diesen Sirenentönen irgendwie anlocken zu können. Deswegen würde ich sagen, platzieren wir das hier irgendwo im Wald. Und ich denke mal, Siren Head sollte dann eigentlich schon gefühlt von alleine kommen. Aber vielleicht haben wir ja auch Glück und können den hier einfach so finden. Aber es sieht irgendwie gerade ein bisschen schlecht aus. Nee. Nee, nee, hier ist gar nichts. Okay, dann würde ich sagen, Leute, platzieren wir hier mal diese Sirene und... Oh ja, Leute. Klappt das? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal in Deckung. Ich gehe mal in Deckung. Ab in Deckung, ab in Deckung, ab in Deckung, ab in Deckung, ab in Deckung. So, kommt der hier hin?
Kommt der hier hin? Ist hier irgendwo Siren Head? Ich sehe ihn aktuell noch nicht. Da hinten, das ist ein Baum. Das ist da ein Baum. Und ich höre schon die Sirenen, Leute. Ich höre die Sirenen. Also der muss hier irgendwo sein. Ich habe aber keine Ahnung, wo. Ich zuck mal ganz schnell meine Kamera, dass wenn der auf jeden Fall auftaucht, dass wir ihn fotografieren können. Wo ist der denn, Siren Head? Hier irgendwo muss er doch sein. Bei der Sirene vielleicht. Nee, der ist hier nicht. Aber ich höre die Sirene doch. Das ist nicht die Sirene. Er muss irgendwo hier sein, Leute. Irgendwo muss er hier sein. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen um. Okay. Dieser Sirenensound wird auch immer lauter. Also es kann sich nicht mehr um viele Meter handeln. Ich gehe mal am besten auf den Berg drauf. Vielleicht kann ich ihn dann von oben irgendwie sehen. Obwohl, jetzt sind die Sirenen wieder ausgegangen. So, einmal hier nach oben. Und sehe ich ihn hier irgendwo? Leute, ich habe ihn tatsächlich gefunden. Der ist da hinten. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Er wird immer lauter. Da, Leute. Okay. Okay, ganz schnell. Oh, ups, Kamera zucken. So, ein Foto schießen. Genau, zack. Drauf drücken, draufhalten. Noch hat er uns nicht bemerkt. Oh Gott, er wird immer schlimmer. Er wird immer schlimmer, Leute. Oh Gott, sieht er uns? Ich weiß nicht, ob er uns sieht. Ich glaube, er hat uns gesehen. Oh Gott, er rennt uns hinterher. Er rennt uns hinterher. Oh, auf dem freien Feld. Auf dem freien Feld machen wir ein Foto von Siren Head. Komm. Komm her, Siren Head. Komm her, Siren Head. So, zack. Genau, nochmal ein schönes Foto gemacht. Schönes Foto gemacht. Oh ja, ich glaube, er ist sauer. Ich glaube, er ist sauer. Schweini, renn weg. Renn weg. Er ist sauer. Siren Head ist böse. Okay, von der Perspektive. Von der, oh nein, hey, kein Grund hier irgendwie Stress zu schieben, ey, Hilfe, nein, au. Oh, Leute, was ist passiert? Ich bin gestorben. Siren Head hat mich einfach umgebracht, aber immerhin habe ich es geschafft, noch ein Foto mitzuschleppen. Und dieses Foto können wir jetzt einreichen bei einem von diesen verrückten Villagern dort hinten. Und das heißt, wir können auf jeden Fall eine Belohnung bekommen. Und das heißt, wir können herausfinden, wie der Bruder von Siren Head aussieht. Also Liked Head oder Lamp Head. So, ich würde sagen, wir suchen uns einfach ganz kurz einen Villager. Ich würde sagen, wir nehmen uns den, der in der Bäckerei war. Da sind wir dann auch, denke ich mal, sicher. So, also einfach hier rein ins Gebäude, genau hier. Und wir bekommen, ein paar Emeralds, nicht schlecht. Und jawohl. Das heißt, Leute, wir können uns jetzt auf den Weg machen zu, Liked Head. Der sollte jetzt auch jeden Moment auftauchen, dort, wo wir auch diese komische Sirene platziert haben. Aber ich denke, es sollte nochmal ein bisschen wichtiger sein, dass wir uns jetzt vernünftig ausrüsten, weil, ihr habt gesehen, Siren Head hat uns einfach mit einem Schlag, getötet. Und das muss jetzt natürlich nicht noch ein zweites Mal passieren. Also würde ich sagen, schauen wir nochmal hier vorbei beim Shop. Und kaufen uns dort irgendwie Ausrüstung oder sowas. Was hat er denn so im Angebot, ist jetzt die Frage. Und wir sehen, der hat auf jeden Fall einiges im Angebot. Hier so schöne Hosen, schöne Schuhe, schöner Helm und auch nochmal einen schönen Brustpanzer. Das nehmen wir natürlich alles mit und rüsten das mal aus. Bam, Leute. Alter, wie cool sehen wir denn jetzt aus? Also ich denke mal, mit dem Equipment sollten wir auf jeden Fall in der Lage sein, gegen den Bruder von Siren Head anzukommen. Und das heißt, jetzt müssen wir nochmal zum Ort hingehen, wo wir bereits gegen Siren Head, gekämpft haben. Jetzt nicht, aber zumindest das Foto geschossen haben. Dort werden wir auf jeden Fall gegen Liked Head kämpfen, der Bruder von Siren Head. Unser Schwert ist auch mega gut, denn ihr seht, wir können sofort beim Schlag Sachen anfackeln. Und das ist ganz gut, weil wir so auf jeden Fall gebratenes Essen bekommen, ohne es irgendwie zu kochen. Also, Leute, wir sind jetzt auch mit Essen ausgerüstet. Und ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall auch bereit, um Liked Head ein paar auf die Ohren zu hauen. Sagen wir es mal so. Und Leute, ich habe ihn schon gefunden. Dort hinten, dort ist einfach Lamp Head. Er existiert tatsächlich. Lamp Head ist keine Illusion, Leute. Lamp Head ist tatsächlich da. Und jetzt ist die Frage, was macht Lamp Head genau? Was wird Lamp Head uns geben, wenn wir es schaffen sollten, gegen ihn anzukommen? Das ist die Frage. Hä, ist er verschwunden? Lamp Head? Wo bist du? Er war doch noch gerade hier. Hä? Okay. Das wundert mich gerade wirklich. Das ist, glaube ich, nicht ganz normal. Kann das sein, dass Lamp Head sich auch hin und her teleportiert? Weil er war auf jeden Fall gerade vor uns. Ihr habt es doch gesehen. Ich habe ihn wieder gefunden, Leute. Ich habe ihn wieder gefunden dort hinten. Er hat uns irgendwie ganz kurz blind werden lassen. Und ich glaube, hier sind auch jede Menge Siren Heads am Start. Aber Fakt ist, Liked Head haben wir wieder gefunden. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir gegen ihn irgendwie eine Chance haben. Oh mein Gott. Diese Sirenengeräusche sind echt schrecklich. Komm runter, Liked Head, wenn du dich traust. Komm her. So, er wird bestimmt Angst haben. Er sieht ja unsere Rüstung. Okay, komm, Angriff. Leute, Angriff. Er sollte auch brennen, oder?
Okay, sehr gut. Solange wir unter ihm sind, hat Lighthead keine Chance. Also ist es eigentlich perfekt, wenn wir so ein bisschen unter ihm sind. Nein! Lighthead oder Lamphead ist doch stärker als gedacht. Ich dachte, wir hätten eine Chance. Aber so wird das wohl erstmal nicht funktionieren.